Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Hallo und herzlich willkommen im Premium Jobs Podcast. Ich bin Andrea Patzelt und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit Boris Thomas. Boris Thomas ist Geschäftsführer und Inhaber von Lattoflex, einem Familienunternehmen, das vor über 50 Jahren den ersten Lattenrost gebaut hat. Die Firma Lattoflex beschäftigt sich auf sehr innovative Art mit dem Thema Rückenschmerzen. Ein Ziel von Boris Thomas und seinem Unternehmen ist es, Menschen dabei zu helfen, ihre Rückenschmerzen loszuwerden. Und darüber sprechen wir jetzt. Darüber, was du gegen Rückenschmerzen tun kannst und auch, wie du besser schlafen kannst. Ganz herzlich willkommen im Premium Jobs Podcast, lieber Boris. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Wo erwische ich dich denn jetzt, Boris? Ich sitze direkt bei uns im Hauptquartier sozusagen, im Lattoflex Hauptquartier in Bremervörde bei mir im Büro. Also insofern ganz entspannt. Bei einer Tasse Tee. Du hast recht. Boris, ich bin ja Headhunterin und Recruiterin und wenn ich mit unseren Bewerbern zusammensitze, dann interessiert mich es immer auch so, Bilder in den Lebenslauf zu bekommen und den Menschen sehr schnell kennenzulernen. Deswegen ist auch so meine erste Frage in meinem Podcast immer die gleiche und zwar nach dem Lebenslauf meines Interviewgastes. Deswegen so die Frage an dich, hast du denn so einen geraden Lebenslauf oder sind da Zickzacks drin? Ich weiß gar nicht, ob es bei Menschen gerade Lebensläufe überhaupt gibt, wenn man genau hinschaut. Ich glaube, die werden höchstens im Nachhinein geglättet, wenn man sich irgendwo bewirbt. Aber ich sag mal so, ich habe, wenn man das mal so richtig klassisch sieht, ich habe irgendwann mal eine Tischlerlehre gemacht. Ich bin Tischlergeselle, damit eher so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie, weil mein Vater als auch mein Großvater waren Tischlermeister. Also zum Tischlermeister habe ich es dann nicht mehr gebracht. Hab dann nach vielen anderen Dingen dann angefangen zu studieren, Wirtschaftsingenieurwesen. Ja, und mache aber eigentlich den Job jetzt als Geschäftsführer von Lattoflex seit über 25 Jahren. Das ist eigentlich eine relativ simple Jobbeschreibung, da ich eigentlich da seit 25 Jahren eben, wie gesagt, die Führung innehabe und eben weltweit gucke, dass wir Lattoflex voranbringen als Marke, als Produkt in allen möglichen Ländern der Erde. Okay, dann steigen wir gleich ein bisschen tiefer ein. So vorab bin ich so ganz neugierig, so was so deine Leidenschaft ist. Also wenn du gefragt wirst, wofür brennst du, was ist so das Thema, was so deins ist, was sagst du dann? Also ich glaube, das, was wirklich meins ist, ist wirklich immer die neue Erfahrung zu suchen. Also ich glaube, manchmal habe ich so im Scherz gesagt, ich habe zu oft in meinem Leben Ja gesagt, aber das ist eigentlich auch das, was mir Spaß macht. Also neue Risiken einzugehen, Neues auszuprobieren, Dinge zu merken, also Dinge zu tun, wo ich merke, oder kriege ich jetzt ein bisschen weiche Knie, weil das sind die, die mir am meisten Spaß machen. Mhm. Ich habe jetzt so jetzt in der Vorbereitung mich jetzt auch so mit Lattoflex beschäftigt. Es ist ja jetzt nicht jetzt hauptsächlich nur darum, dass ihr Betten verkauft, sondern ihr habt ja da wirklich ganz, ganz wichtige Themen zu eigen gemacht. Jetzt einfach auch so Thema Rückenschmerzen, dass es den Menschen besser geht, dass die besser schlafen können. Wie ist es dazu gekommen? Also wie hat sich das entwickelt? Naja, eigentlich wie fast alle großen Ideen aus einer ganz simplen persönlichen Erfahrung. 1957 oder eher 56 und 55 hatte eine Bekannte von meinem Vater und Großvater in der Schweiz, Else Degen, einen Bandscheibenvorfall. Und mein Vater und mein Großvater waren Tischlermeister und haben gesagt, Mensch, der Frau muss doch geholfen werden. Und haben dann gemeinsam mit dem Mann in der Schweiz dort von dieser Frau, Hugo Degen, den ersten Lattenrost der Welt gebaut. Wir haben sozusagen, die Lattoflex ist die Mutter aller Lattenroste. Alles, was heute an Lattenrosten auf der Welt existiert, hat seinen Ursprung genommen in 1957 hier in Brummervürde. Da wurde dann der erste Lattenrost der Welt gebaut und es war von Anfang an immer die Idee, so waren auch die ersten Patentanmeldungen, ein Bett gegen Rückenschmerzen zu bauen. Das klingt natürlich nach einem hehren Anspruch. Rückenschmerzen haben wirklich viele Ursachen und auch schlechter Schlaf hat viele Ursachen. Aber so die Idee war immer, wie lagere ich schmerzfrei vor allen Dingen einen menschlichen Körper in der Nacht? Das war immer so unser Anspruch.
Und dieses Ziel verfolgen wir eigentlich durch die Jahrzehnte sehr konstant und sehr stringent immer wieder. Und das ist jetzt ja einerseits dann sicherlich das Produkt, also das Bett, aber darüber hinaus habt ihr ja auch noch andere Angebote für eure Kunden, ne? Na klar, also weil ich habe das ja eben schon erwähnt, also ich sag mal, sowohl schlechter Schlaf als auch Schmerzen mal im breitesten Sinne. Es müssen ja nicht unbedingt nur Rückenschmerzen sein, es können ja auch Schulterschmerzen sein, eingeschlafene Arme, Füße, was auch immer, Kopfschmerzen, Migräne, irgendetwas, was sozusagen meinen schlechten Schlaf hindert, hat unheimlich viele Ursachen. Also das geht wirklich von psychologischen Ursachen bis hin zu rein körperlichen Dingen. Es geht in die Ernährung rein. Also insofern haben wir zum Beispiel, um mal ein so ein Beispiel zu nennen, es gibt bei uns einen Rückenkurs, den wir mal entwickelt haben. Da haben wir uns die Frage gestellt, wer kann zum Thema Schmerzen generell, Schmerzen in der Nacht, überhaupt etwas zu beitragen? Und da gibt es eben dann Teile, wo wir Sachen aufgenommen haben mit einer Heilpraktikerin, Petra Hornung in Hamburg, zum Thema basische Ernährung und Rückenschmerzen. Wir haben mit Qigong-Meistern, mit Shaolin-Meistern zusammen Aufnahmen gemacht zum Thema Entspannungsübungen, bevor man ins Bett geht, weil das eben auch einen wichtigen Aspekt hat zum Thema, fahre ich richtig runter und kann dann nachts gut schlafen. Bewegung, wir haben verschiedene Rückenübungen reingebaut mit einem der besten Rückenspezialisten in Deutschland. Weil unser Aspekt war natürlich immer, und da muss man ganz ehrlich sein, also jemand, der behauptet, sowohl Schlafen oder schlechter Schlaf als auch Rückenschmerzen wären monokausal, das stimmt eben nicht. Also es gibt nicht so die eine Lösung. Klar ist eine gute Lagerung rein mechanisch der Wirbelkörper, dass sie gut entspannen können in der Nacht, wichtig. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele andere Dinge. Und unser Anspruch war immer, möglichst ein breites Spektrum Menschen zu bieten. Wobei natürlich unser Kern immer das Lattoflex-Bettsystem ist. Das heißt, die Lagerung in der Nacht, das war immer unser Thema. Wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe und mich da beraten lasse, wie läuft es konkret ab? Also was erwartet mich jetzt als Kundin bei euch, wenn ich mich jetzt interessiere oder einfach besser schlafen möchte? Ja, also man muss ganz klar sagen, ich glaube, der Markt teilt sich nach meiner Auffassung oder nach unserer Auffassung in zwei große Bereiche. Die muss man einfach auseinanderhalten. Es gibt einmal so diese, man nennt die immer so neudeutsch One Fits All. Also ich sag mal, ich kaufe mir irgendeine Matratze und die ist für alle gleich. Da liegt ich drauf und fühle mich wohl oder fühle mich nicht wohl. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die, für die wir stehen. Und wir stehen immer für die Einzigartigkeit eines jeden Menschen. Weil wir immer glauben, dass jede Wirbelsäule anders ist. Wir glauben, dass jedes Problem anders ist. Mhm. Und ich glaube, dass wir auch diesem Anspruch immer genügen müssen, Menschen eine individuelle Lösung zu bieten, weil eben jedes Rückenproblem auch anders ist. Und das versuchen wir halt eben auch in unseren Schulungen, den Verkäufern draußen immer wieder klar zu machen, hey, stell mal ein paar Fragen, guck mal, was die Person wirklich braucht. Und die Schlafprobleme sind ein so breites Spektrum. Ich sage mal so ein typisches Beispiel, Schwitzen oder Frieren im Schlaf. Da muss man dann gucken, welchen Bezug nimmst du dann dafür oder so. Habe ich eine Allergie beispielsweise? Habe ich spezielle Schulterprobleme? Muss ich dort irgendwo auf was achten? Habe ich vielleicht im unteren Rückenbereich, was viele Menschen haben, im sogenannten Lordosenbereich unten Schwierigkeiten, muss ich da eine zusätzliche Unterstützung haben beispielsweise. Das heißt, wer zu uns kommt, der wird eben als einzigartiges Individuum wahrgenommen, akzeptiert und bekommt seine Lösung. So. Und ich glaube, das ist immer so unser Anspruch gewesen, auch in der Abgrenzung zu dem, wenn ich jetzt sage mal, einfach nur in ein Geschäft gehe, eine Matratze kaufe, die irgendwie jeder kauft und da schlafe ich drauf und fühle mich wohl oder fühle mich nicht wohl. Also das ist so glaube ich, unsere Abgrenzung ganz gut definiert. Also da ist es dann so, also ihr stellt dann tatsächlich so Fragen, auch nach Allergien zum Beispiel, und um herauszufinden, was jetzt das persönliche Problem des Kunden dann ist. Und du hast vorhin auch gesagt, zum Thema Ernährung stellst du Fragen? Also in unseren Beratungen relativ eher weniger, aber Ernährung hat einen großen Einfluss. Also man weiß ja heute beispielsweise, das geht ja um Melatonin am Ende, also das ist das Hormon, was maßgeblich, neben ein paar anderen Funktionen, die noch da sind, aber maßgeblich wird ja unsere innere Uhr, speziell die Nachtruhe, über Melatonin gesteuert. Da muss man sich einfach die Frage stellen, was stört diesen Melatonin-Kreislauf? Und da muss man zum Beispiel einfach sehen, wenn ich abends halt schwer esse,
wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme, wenn ich nach 20 Uhr, 21 Uhr noch schwere Dinge zu mir nehme, eine Chipstüte in mich reinstopfe, stört das einfach maßgeblich meinen Melatoninhaushalt. Das ist auch jetzt nicht esoterisch, das ist sehr wissenschaftlich. Und natürlich, das ist ja manchmal auch unser Problem. Leute kommen zu uns und sagen, ich schlafe schlecht, kannst du das lösen? Ja. Da muss man natürlich manchmal schon ein bisschen hintergucken. Klar würden wir am liebsten sagen, zu 100% immer, ja, wir lösen dein Problem. Manchmal ist das Problem, aber ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, manchmal liegt das Schlafproblem auch direkt neben einem im Bett. Also wir sagen, es ist eher psychologische Infektierung und es ist nicht unterm Bett. Also, aber wir bemühen uns halt immer von Latoflex auch sehr ehrlich und sehr offen zu sein und zu gucken, was braucht dieser Mensch jetzt? Also wie gesagt, gerade dieses Thema der Einzigartigkeit, das ist immer so unser Treiber gewesen, niemals so eine Lösung für alle zu schaffen. Weil das Problem ist einfach, und es gibt da draußen zu viele Matratzen nach meinem Gefühl, die einem vorgaukeln, pass mal auf, wir haben ja eine Matratzenhülle, wir haben einen Kern, wir haben eine Härte, wir haben eine Sache und das ist es jetzt. Und das ist ja Quatsch. Also weil es gibt ja auch nicht umsonst ganz viele verschiedene Automodelle, es gibt ganz viele verschiedene Joghurt-Geschmacksrichtungen, weil jeder hat so seine individuellen Bedürfnisse. Einer möchte gerne große Erdbeeren im Joghurt haben, und der Nächste möchte gerne Naturjoghurt haben und der Nächste möchte gerne Bio-Joghurt haben. Und so ist es bei uns auch. Wir respektieren diese Andersartigkeit von Menschen und bauen unsere Produkte und unsere Beratung eben genau auf dieses Ziel auf, Menschen in ihrer Individualität wirklich abzuholen. Okay. Also da ist es, wie viel Zeit brauche ich denn? Also wenn ich jetzt dann, ihr habt ja die Geschäfte, da komme ich dann hin. Wie viel Zeit brauche ich für diese individuelle Beratung? Und was sind die Schwerpunkte? Also du hattest jetzt ja dann Lebensweise gesagt, also Ernährung. Mhm. Was sind so die Bereiche, die sonst relevant sind, um eine gute Matratze dann anbieten zu können? Also ich sag mal so, ich würde es mal umdrehen. Wenn man sich mal anschaut, dass es kein anderes Konsumartikel gibt, weder die Zahnbürste noch die Kloschüssel, die wir am Tag so häufig verwenden wie das Bett. Mhm. Stunden. Man muss ja mal sehen, ein Drittel unseres Lebens verbringen wir in diesem Bett. Finde ich, ist es das auch wert, wenn man sich mal 1,5 Stunden Zeit nimmt und sich mal intensiv mit diesem Artikel auseinandersetzt, den ich ja immerhin pro Nacht 7 bis 8 Stunden beliege mit meinem gesamten Körper. Dem vertraue ich meinen ganzen Körper an. Mhm. Deswegen sage ich immer so, 1 bis 1,5 Stunden finde ich absolut angemessen, sich mal hinzusetzen. Die Fragen, die natürlich wichtig sind, sind erstmal, was will ich denn überhaupt? Habe ich überhaupt Probleme oder nicht? Gibt es so Dinge wie Verspannung im Hals-Nacken-Bereich? Gibt es Probleme im unteren Beckenbereich beispielsweise? Habe ich Probleme mit dem ins Bett gehen und aufstehen? Wir haben zum Beispiel eine Speziallinie jetzt neu geschaffen für Senioren. Die haben zum Beispiel härtere Randbalken auf der Matratze, auf denen ich mich abstützen kann, dass ich leichter ins Bett rein kann und wieder rauskomme. Mhm. Gibt es klimatische Probleme? Also wie ist eigentlich das Bettklima insgesamt? Wie ist meine Zudecke? Schwitze ich eher in der Nacht? Ich sag mal so, Frauen im Klimakterium zum Beispiel. Immer so ein Thema mit Schweiß in der Nacht, mit Schwitzen, mit Frieren. Die Muskulatur kühlt aus. Es gibt unheimlich viele Fragen, die man einfach sich mal durch den Kopf gehen lassen kann. Und was ich immer vielleicht so als Feedback geben kann, ist, wenn Menschen manchmal zu uns kommen, auch hier ins Werk, wir hatten neulich so eine Gruppe von Landfrauen hier, und die mal so ein paar Stunden hier rumgeführt werden und wir denen so auch ein paar Fragen mit auf den Weg geben, die sind immer alle fasziniert. Das Erste, was Menschen immer machen, sie gehen nach Hause, gucken sich erstmal ihr Bett nochmal richtig an und bewusst an und stellen fest, wow, diese Fragen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass man diese Fragen ja stellen kann. Also so, und das ist immer das, was vielleicht auch unsere Einzigartigkeit ausmacht, dass Menschen überrascht sind, was wir alles an Lösungen anbieten können. Und deswegen fragen wir eben auch. Okay, also dauert ungefähr 1,5 Stunden, dann habt ihr eine individuelle oder einen individuellen Eindruck von der jeweiligen Person. Wie geht das dann weiter, also wenn die Beratung abgeschlossen ist? Naja, also wenn wir einen wirklich guten Berater draußen haben, also wir haben in Deutschland, Schweiz, Österreich etwa 600 Bettenfachgeschäfte, die unsere Kunden sind. Der nächste Schritt ist natürlich, dass eben der Berater aufgrund des Fragebogens oder der Fragen, die gestellt worden sind, an ein Produkt geht und wirklich dann sagt, so hier, nach meiner Erfahrung wäre das das Richtige oder dieses das Richtige.
Ich glaube, das ist auch der richtige Weg grundsätzlich in jeder Form von Verkaufsberatung, dass ich erstmal mich hinsetze und mal feststelle, was will der Kunde überhaupt? Was braucht der? Was hat der im Kopf? Was hat der an Problemen? Und zu oft machen Verkäufer ja immer den Fehler. Und das gilt ja nicht nur fürs Bett, das gilt ja fürs Auto, gilt ja für alle anderen Bereiche auch, mit dem Kunden direkt ans Produkt zu marschieren und ihm erstmal zu verkaufen, was da so steht. Ich glaube, ein guter Berater wird nach dieser, ich nenne es jetzt mal Kundenbefragung, Kundenanalyse, wie man das nennen will, dann wirklich an das Produkt gehen, wo er sagt, pass mal auf, wir haben uns jetzt gerade angeguckt, ich fasse mal zusammen, das und das und das und das sind deine Probleme, das hast du gerne als Ziel, das würdest du gerne lösen. Ich zeige dir jetzt die Produkte, die genau in diesen Korridor passen. Die Schwierigkeit, vielleicht nochmal so als eine Ergänzung, das kommt immer wieder auch so als Frage auf mich zu, ist, das Probeliegen. So, da muss man einfach mal ganz nüchtern oder eher nüchtern sagen, das mag psychologisch total klasse sein und ist total wichtig und würde ich auch jedem sagen, leg dich wenigstens mal auf, dass du wenigstens ein gutes Gefühl hast, bevor du so eine Matratze kaufst. Man muss allerdings sagen, am Ende musst du schon mal so ein paar Nächte auf so einer Matratze geschlafen haben, um wirklich zu erleben, ich sage immer so 3 bis 4 Wochen sind eigentlich ein guter Zeitkorridor, um wirklich zu erleben, passt das oder passt das nicht? Ja, das Probeliegen ist wichtig. Das liest man auch immer wieder in Zeitschriften. Oh, man muss Probeliegen. Man muss allerdings mal ganz ernüchternd feststellen, wenn ich zum Beispiel gegen Abend in einem Geschäft aufschlage und habe vielleicht den Rest, den Tag vorher komplett gestanden irgendwo, weil ich vielleicht Verkäuferin bin in einem Geschäft oder so, und habe den ganzen Tag habe ich auf meinen Beinen gestanden oder war irgendwie auf einer Messe unterwegs oder was auch immer. Ich behaupte mal, dann kann man einen auf eine gepolsterte Spanplatte legen und er fühlt sich sauwohl, weil er einfach mal von den Beinen runter ist. Also da muss man halt immer ein bisschen Abstriche machen. Das ist ein bisschen tagesformabhängig. Aber ich mich da jetzt so, ich sag mal, 3-4 Minuten auf einer Matratze regle. Es gibt dann schon eine Idee, fühle ich mich so spontan wohl oder nicht. Das ist schon richtig. Aber am Ende muss man auch immer sehen, was passiert nach 3 bis 4 Wochen. Und wir haben vielleicht, um das nochmal so zu erwähnen, wir haben Deutschlands größten Schlaftest mal durchgeführt mit über 250 Testschläfern. Und weil wir mal wissen wollten, was passiert so nach 2 Wochen, nach 3 Wochen, nach 4 Wochen auf Latoflex im Wechsel. Und dürfen eben heute auch behaupten, aufgrund dieser Testergebnisse, dass 96% aller Menschen auf Latoflex innerhalb von 4 Wochen, wenn sie 4 Wochen auf Latoflex schlafen, im Vergleich zu ihrem alten Bett weniger oder keine Rückenschmerzen mehr haben. So, es wird aber immer 4% geben, das muss man auch ganz offen sagen, die dann sagen, nee, bei mir hat sich eben nichts geändert. Und das ist eben dann, weil es gibt ganz viele Einflüsse für so Rückenschmerzen. Das können auch muskuläre Sachen sein, das können Verschleißerscheinungen sein. Da kann auch das beste Bett der Welt nichts dran tun. Okay. So, und aber für 96% aller Menschen können wir uns hinstellen und sagen, nach 4 Wochen auf Latoflex hast du mindestens mal weniger oder keine Rückenschmerzen mehr. Und wir sagen dann immer, wenn du nach 4 Wochen feststellst, du gehörst zu den 4%, wo nichts passiert, dann nehmen wir es einfach zurück. Okay, das macht ihr dann. Und holt es dann ab oder wie macht ihr das dann? Das machen wir über unsere Händler, klar, weil wir das ja nicht direkt machen, sondern unsere Händler machen das. Aber das ist immer der Deal, wo ich immer sage, im Zweifelsfall, pass auf, leg dich drauf, schlaf 4 Wochen drauf. Aber man muss auch so diese 4 Wochen mal haben, weil wir wissen auch, die ersten 1-2 Wochen sind immer so eine Umstellungsphase. Das hat man so, wenn man so in Urlaub fährt, kennt das jeder. Man schläft so die ersten 1-2 Nächte ein bisschen komisch in dem neuen Bett im Hotel oder so. Man muss den Körper erstmal ein bisschen dran gewöhnen, der Körper muss sich dran gewöhnen. Deswegen sagen wir immer so 3 bis 4 Wochen halt einfach mal durch, guck mal dann nach 3-4 Wochen, dreh dich um und sag, schläfst du jetzt besser oder nicht? Das ist so die entscheidende Frage. Okay, Boris, wenn ich jetzt einen Partner habe, der möglicherweise ganz andere Themen hat, empfiehlst du dann 2 unterschiedliche Matratzen, die dann zusammengerückt werden oder wie gehst du dafür? Definitiv ja. Ich weiß, dieses Thema, man nennt das die Bettritze oder die Matratzenritze, ist immer ein ganz ungewöhnliches Thema. Ich sage immer so, das ist eigentlich aber immer nur ein Thema bei Frischverliebten. Der Punkt ist einfach, eigentlich ist das Quatsch. Wenn wir wirklich an die Einzigartigkeit von Menschen glauben, muss es einfach so sein, es sei denn, das Pärchen hat exakt selbe Probleme und hat exakt selbe Körperform und hat exakt selbes Körpergewicht und exakt, weiß ich was, dieselbe Wirbelsäule, was nie sein wird. So, von daher macht es überhaupt keinen Sinn, eine gemeinsame Matratze zu machen, weil der schwerere Partner wird zum Beispiel für den leichteren immer eine Kuhle bilden, in die sich dann der leichtere Partner reinkrümmt. Ja.
So, diese Kulmbildung wird nicht auszuschließen sein, wenn ich eine gemeinsame durchgehende Matratze habe. Ich weiß, das ist immer so ein Diskussionsthema und es gibt dann auch manchmal Pärchen, die haben so die Idee, das ist so der erste Schritt zum Scheidungsrichter, wenn man plötzlich getrennte Matratzen hat. Ja. Das ist totaler Zirkus. Also es gibt auch ganz gute Lösungen, es gibt auch relativ so dünne Topper, die man oben dann durchgehend draufgeben kann. Und man muss sagen, auch unsere Systeme sind so konstruiert, dass selbst in einem Doppelbett ich fast eine durchgehende Federung habe, die selbst in der Mitte, selbst in zwei Matratzen sind, ich nicht mehr spüre, dass das überhaupt zwei Matratzen sind. Da gibt es also einen durchgehenden Federkorridor, es gibt keinen harten Randbalken mehr bei uns bei Latoflex. Aber grundsätzlich würde ich immer raten, jeden Menschen, auch eben wenn man ein Paar ist und gemeinsam in einem Bett schläft, immer getrennt anzuschauen und zu gucken, was sind die wirklichen Probleme des jeweiligen Partners. Und die sind eben sehr unterschiedlich. Das sind unterschiedliche Klimabedürfnisse. Ich würde auch immer dazu raten, unterschiedliche Zudecken zu verwenden, weil der eine schwitzt mehr wie der andere, der eine friert mehr wie der andere. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich wirklich optimalen Schlaf haben will, brauche ich meine Zudecke. Und da kann ich nicht sagen, das ist zwar sehr kuschelig unter einer Zudecke, aber wenn das halt klimatisch nicht so ganz passt, nehme ich lieber zwei. Man kann ja dann immer noch mal zeitweise unter eine krabbeln. Das geht ja. Okay, ist so beruhigend. Andrea-Patzelt.com. Boris, du hattest jetzt ja gesagt, diese Investition, die hält ja erstmal eine Weile. Wie lange hält denn so eine Matratze? Also rein mechanisch, man muss ja unterscheiden, rein mechanisch hält eine Matratze jenseits von 10 Jahren. Also dafür sind unsere Matratzen immer getestet und ausgelegt, unsere Unterfederung sogar noch viel länger. Bei der Matratze ist es eher eine hygienische Frage. Ich würde es immer so rum beantworten, weil das auch so eine klassische Frage ist, die mir immer gestellt wird. Hygienisch muss man einfach sehen, wir schwitzen in der Nacht irgendwie zwischen 0,3 und 0,5 Liter Schweiß in diese Matratze rein. Mhm. So, die verdunstet natürlich ein bisschen am Tag, aber etwas bleibt immer zurück. Also das sind so pro Jahr 2 Badewannen Schweiß, die durch so eine Matratze durchgehen. Das muss man sich jetzt einfach mal so ein bisschen vorstellen. 2 Badewannen Schweiß, das Ganze mal vielleicht 7 oder 8 Jahre, das ist eine ganze Menge. Mhm. Ich will nicht sagen, dass da gleich ein Biotop ist, aber wir sind da dran. Insofern ist es eher eine Frage, wo ich immer sagen würde, so 7, 8 Jahre ist für mich so die Schmerzgrenze. Da würde ich auch rein hygienisch mal sagen, ach komm, da kann man sich mal eine neue, da kann man mal in ein Geschäft gehen und sich mal neu beraten lassen und mal gucken, was es so Neues gibt. Vielleicht haben sich auch meine Probleme geändert. Und wie gesagt, rein hygienisch macht es dann einfach Sinn zu sagen, so, jetzt hätte ich doch gern mal, das ist so wie mit einer Zahnbürste. Also irgendwann ist mal eine Zahnbürste, vielleicht funktioniert mechanisch noch, aber ich würde dann immer sagen, rein hygienisch, meine neue Zahnbürste ist dann auch nicht schlecht. Ja, ja. Und diese Topper, von denen du vorhin auch gesprochen hast, die helfen da auch nichts. Also dass man die dann einfach dann... Weißt du, eine Art Aufpimpen einer schlechten Matratze. Klar, das wird dann immer wieder gern versucht. Diese Topper haben ja manchmal auch diese Funktion, schlechte Matratzen so ein bisschen aufzutunen. Also ich habe eine viel zu harte Matratze zum Beispiel, wo meine Schulter überhaupt nicht einsinken kann. Und dann packe ich da oben drauf irgendeinen Schaumkern, der so ein bisschen weicher ist, um es ein bisschen kuscheliger zu machen. Hat man speziell so bei Boxspring-Betten, die ja relativ knusprig hart sind, da packt man dann immer einen weicheren Topper drauf, damit man da halt wenigstens noch liegen kann und keine Druckstellen kriegt. Das Problem ist einfach, ich löse damit ja mein grundsätzliches Problem nicht. Das ist so, wie soll ich sagen, das ist so, wie wenn mein Wagen irgendwo jenseits der 150, 200.000 Kilometer anfängt, so das Getriebe klappert ein bisschen und so und ich flick das so ein bisschen zurecht. Das ist halt immer dann zurecht geflickt. Also richtig neu wird der Wagen damit nicht. Und so ist das eben auch mit so einem Topper zu sehen. Es ist eine Optimierung von dem, was eigentlich nicht mehr so richtig funktioniert. So, da kann man sich ein bisschen mit lang hangeln, sage ich jetzt mal so, aber richtig Spaß macht das eigentlich nicht. Okay. Sag mal, und was hältst du von diesen Matratzen, die so in diesen Kisten verschickt werden, wo einfach auch gesagt wird, das passt sich jedem Körper ganz optimal an? Ist das Quatsch oder wie stehst du dazu? Also du meinst so dieser ganze Bereich der Online-Matratzen sozusagen? Ja, genau. So, du hast ja einen wahren Boom vor 2 Jahren. Inzwischen sterben die ein bisschen. Da ist so ein bisschen die Ernüchterung eingekehrt, weil so einfach ist das Spiel nämlich auch nicht, weil die Rücknahmequoten sind exorbitant hoch. Wir reden hier über 2-stellige Rücknahmequoten, weil eben diese Produkte
dann eben nicht vorher ausprobiert werden konnten. Und man packt die Matratze aus, man legt sich rauf und stellt fest, oh, das fühlt sich aber komisch an, das ist, glaube ich, nicht meins, und schickt das Ganze zurück. Also wir reden hier über Rückgabequoten, die wahnsinnig sind, also die jenseits von gut und böse sind. Wir haben im Moment Rücknahmequoten von 1000 Matratzen, um mal so eine Idee zu geben, von 2 bis maximal 3 Matratzen auf 1000. Mhm. Dort sind wir im zweistelligen Bereich. Also wir sind jenseits von 10% Rückgabe. Okay. Den zweiten Punkt, den man sehen muss, ist, ich finde das Konzept grundsätzlich innovativ und klasse. Also eine Matratze in einer einem Paketdienst an einen Kunden zu schicken, ist super, super cool. Also wir werden selber solche Angebote jetzt auch haben bei uns, weil es einfach sehr einfach für den Kunden ist. Und Kunden lieben einfach diese Vereinfachung, zu sagen, schick's mir nach Hause, ich will nicht lange mit der Matratze durch die Stadt tragen oder irgendwie mich beliefern lassen, schick's mir einfach her. Das Hauptproblem ist das, was ich vorhin sagte. Also das ist vielleicht auch mehr so eine Art Weltsicht. Unsere Sicht auf die Dinge ist, wir lieben die Individualität eines jeden Menschen und wir respektieren, dass jeder Mensch anders ist. Eine eigene Hautfarbe hat, eine andere Religion hat und eben eine eigene Wirbelsäule hat. Und was mich aus dieser Sicht, sage ich jetzt mal so, dann eher stört, ist, man muss ja sehen, diese eine Matratze erschlägt alle Probleme, wäre so, als wenn ich sagen würde, wir haben eine Einheitspizza. Ich gehe in eine Pizzeria und da gibt es statt 20 verschiedenen Sorten von Pizza, gibt es dort nur eine Einheitspizza, die irgendwie allen schmecken soll. Mhm. Dann würde jeder von uns sagen, nee, danke, also Ananaspizza ist nicht so meins, aber ich nehme lieber Salami und der nächste ist Vegetarier, der nimmt lieber die Gemüsepizza. Und so ist es auch. Also man muss ja sehen, geboren ist diese One-Fits-All-Idee natürlich aus einem logistischen Problem. Mhm. Und nicht darum, Menschen wirklich glücklich zu machen, sondern man muss ja sagen, wenn ich nicht Probe liegen kann und wenn ich einfach nur, ich sag mal, logistisch einen Karton rausschicken will, stören mich ganz viele verschiedene Varianten, zum Beispiel unterschiedliche Matratzenhärten, unterschiedliche Arten von Aufbau einer Matratze, würde dann stören. Mhm. Also muss ich logistisch sehen, hochoptimiert, dass ich möglichst eine Matratze verkaufe. Und daraus wird dann eben die Geschichte, diese eine Matratze macht alle glücklich. Aber nochmal, also niemand von uns würde eine Einheitspizza akzeptieren, niemand von uns würde ein Einheitsauto akzeptieren. Wenn man jetzt sagen würde, wir müssen jetzt alle Golf fahren, dann würden alle Golffahrer vielleicht glücklich sein, aber alle anderen Nicht-Golffahrer würden sagen, nee, Moment mal, also ich hätte dann doch lieber gerne einen Mercedes A oder ich hätte einen Audi A5 und der nächste hätte gerne einen Van und der nächste hätte gerne einen SUV. Klar. Klar. Und so ist es bei Matratzen auch. Also ich glaube, diese Idee, ein Produkt macht alle glücklich, ist eine Abwertung der Individualität von uns Menschen. Also wir sind individuell und wir wollen, dass wir individuell sind. Und deswegen kann ich nur dazu raten, dass wir uns dieser Individualität und dieser Einzigartigkeit wirklich stellen und danach unsere Produkte und Systeme ausrichten, weil alles andere ist eine Abwertung von uns Menschen, finde ich. Mhm. Boris, jetzt haben wir ja ein paar Sachen angesprochen und können ja jetzt heute nicht richtig in die Tiefe gehen, aber gibt es irgendein zum Thema besser schlafen, was wir jetzt noch nicht thematisiert haben, wo du aber denkst, es ist wichtig und für die Hörer auch relevant, so einen abschließenden Tipp? So den ultimativen Schlaftipp? Ja. Es ist ja schwierig, den ultimativen Tipp zu haben. Also wir haben mal eine Broschüre gemacht mit 100 Tipps. Also wenn ich das auf den Kern reduzieren sollte, ist mein Tipp eigentlich, sich mit dem Schlaf mal zu beschäftigen, mhm, und sich selber mal ehrlich wahrzunehmen. Ich glaube, wir beschäftigen uns zu wenig mit dem Schlaf. Es gibt ein fantastisches Buch, Sleep heißt das Buch, ist gerade so ein Bestseller auch in Amerika gewesen von einem britischen Schlafcoach. Da steht eigentlich alles drin, was du zum Thema Schlaf wissen musst. Mhm. Ich glaube, es macht Sinn, den Schlaf nicht nur zu betrachten dann, wenn er schlecht ist, sondern ihn einfach mal zu betrachten, so wie, ich sag mal, wie wir Sport betrachten. Wir tracken unseren ganzen Tag, wir messen Schritte, wir machen alles Mögliche. Der Schlaf findet überhaupt nicht statt in unserem Bewusstsein. Mhm. Und mein Appell ist immer, den Schlaf auch mal zu so etwas zu sehen, wie wir auch, ich sag mal, Joggen betrachten. Nicht im Sinne von Problemlösung, sondern dass wir uns besser fühlen, dass wir uns wohler fühlen in unserer Haut, dass wir vielleicht leistungsfähiger sind, dass wir am Tag wacher sind und sich einfach mal intensiv mit diesem Schlaf und was da in der Nacht passiert mit Melatonin und wie die Kreisläufe funktionieren und wie die Rhythmen sind und was sind Tiefschlafphasen, wie funktioniert das Ganze. Und meine Erfahrung ist, wenn Menschen sich damit beschäftigen, haben sie plötzlich irrsinnig Spaß dran, sich die Frage zu stellen,
was kann ich eigentlich tun, um besser und leistungsfähiger am Morgen aus meinem Bett aufzusteigen. Mhm. Kennst du diese App, diese Sleep Cycle App? Ja, es gibt ja viele Apps inzwischen, die auch gerade Sleep Cycle-Geschichten sagen. Das Problem, was man hier vielleicht nochmal erwähnen muss, gut, dass du den das nochmal in die Umlaufbahn geschickt, das ist immer so eine Frage, weil Leute wollen immer wissen, kann ich das messen? Was ist der richtige, schlafe ich gut oder schlecht? Ja. Und da muss man sagen, dadurch, dass Schlaf so komplex ist, von Psychologie bis Körper, bis Ernährung, bis alles mögliche andere, kann man bis heute kaum richtig definieren, was guter oder schlechter Schlaf ist. Also es ist sehr, sehr schwierig. Diese Apps, es gibt inzwischen ja auch, ich habe hier so eine Garmin-Armbanduhr zum Beispiel, die trackt jede Nacht meinen Schlaf und sagt mir, wie viele Tiefschlafphasen ich hatte und wie das dann war. So, das Problem ist einfach, die Konsequenz aus diesem Vermessen ist sehr schwierig herzuleiten. Also die messen sich im Wolf, so, die messen alles Mögliche. Ich meine, es ist auch nicht mehr so schwierig. Die sind inzwischen auch sehr nah dran an Schlaflaboren, 80-90% Genauigkeit. Gerade wenn man so eine Uhr hat, die dann auch noch die Herzfrequenz mit trackt und so weiter. Die können Bewegungsdaten messen, die können daraus die Schlafdaten, die Schlafphasen ableiten. Das ist alles super. Wenn dann aber einer sagt, so, jetzt habe ich hier mal 2 Wochen lang meinen Schlaf getrackt, sag mir mal, was muss ich denn jetzt machen? Dann wird sehr schwierig, weil auch ein Schlafforscher tut sich damit schwer. Es gibt sowas nicht wie das ideale Schlafprofil, so. Okay. Sondern das ist sehr individuell. Da muss man eben genau hingucken und genau hinspüren, wo steht jemand. Es gibt viele Apps. Also ich würde da eher so sagen, was ich daran toll finde, an dem ganzen Tracken von Schlaf, ab über App, über Uhren, über Fitness-Tracker, was auch immer, die kommen alle zu denselben Ergebnissen, ist, man beschäftigt sich mit dem Schlaf. Und das ist der Kern, den ich eben meinte. Wir kämpfen mal dafür, den Schlaf aus der Bewusstlosigkeit zu befreien und wirklich mal in das Leben der Menschen zu integrieren und dann wirklich viele tolle Leute, tolle Bücher in den letzten Jahren geschrieben. Es gibt also in Amerika gerade einen Boom von Schlafcoaches, die nicht nur dahingehend sagen, ey, du bist schlafgestört, sondern die dahingehend und sagen, so ähnlich wie beim Joggen oder Nahrungsergänzungsmittel oder Eiweiß oder was auch immer, hergehen und sagen, ja, du bist gesund, aber wenn du deinen Schlaf noch weiter optimierst, bist du noch leistungsfähiger, wacher, fitter und kannst dein Leben mehr genießen. Ja. Du hast jetzt eben gerade das Buch Sleep empfohlen. Hast du noch ein anderes Buch, was für die Hörer spannend ist, um da einfach einzusteigen? Also Sleep ist absolut toll, weil es in sehr einfachen Worten einfach erklärt, was im Schlaf passiert. Ich finde das toll geschrieben einfach. Ich bin gerade auch auf Deutsch. Dann würde ich immer empfehlen, von Professor Dr. Zulei gibt es ein paar Bücher zum Thema so der Tag-Nacht-Rhythmen. So, weil das ist etwas super Spannendes, weil es betrifft ja nicht nur die Nacht. Unser Leben ist rhythmisch. Unser Hormonsystem arbeitet rhythmisch. Es gibt zum Beispiel Studien, dass zu bestimmten Zeiten Schmerzmittel mehr oder weniger wirken. Die Wirksamkeit von Medikamenten hängt davon ab, zu welcher Tages- oder Nachtzeit ich sie einnehme. Zahn-OPs sind angenehmer oder unangenehmer, je nach Tagesform. Und das ist Wissenschaft. Das ist irgendwie nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, esoterik Biorhythmus. Das ist reine Wissenschaft. Unser Leben ist rhythmisch, unser Körper ist rhythmisch. Und wir können uns diesem Rhythmus nicht entziehen. Und Professor Dr. Zulei hat tolle Bücher zum Thema Schlaf geschrieben, sicherlich Deutschlands führender Schlafforscher. Mhm. Er hat tolle Bücher geschrieben über diese Rhythmik des Lebens, den zirkadianen Rhythmus und all die anderen Dinge, die dazugehören. Kann ich nur empfehlen, ganz, ganz toll. Ist eher wissenschaftlich. Das Buch Sleep fasst das Ganze, ich sag mal, eher populärwissenschaftlich zusammen. Okay, wunderbar. Was machst du denn, Boris, um auf dich zu schauen, damit es dir gut geht? Also, damit es mir persönlich gut geht, natürlich guter Schlaf, keine Frage, immer auf Lattoflex. Aber ansonsten darüber hinaus sehe ich halt zu, dass ich jeden Tag Sport treibe. Das ist so mein Ziel, schaffe ich nicht immer, aber ich versuche es einfach. Fitnessstudio laufen, ab und zu mal Basketball spielen. Ich gucke, dass ich meine Ernährung gut in den Griff bekomme. Viel trinke ich, trinke gerade hier ein bisschen grünen Tee. Bin großer leidenschaftlicher Japan-Tee-Fan, überhaupt Japan-Fan, aber da eben japanischen Tee-Fan. Guck, dass ich so einmal am Tag meditiere, das ist mir immer sehr wichtig, so mindestens Viertelstunde, 20 Minuten Meditation, was ich sehr wichtig finde, was wir auch bei Lattoflex immer gemacht haben, so, wir haben Meditationsseminare mal mit den Führungskräften gemacht und ähnlichen Dingen. Also ich glaube, man kann sehr, sehr viel für sich selber tun, mein Bild dazu ist immer, ich versuche immer, mich selber wieder in meine eigene Kraft und Mitte zu bringen, egal was draußen passiert, so eine Unerschütterlichkeit zu erreichen.
Schön. Du hast vorhin die basische Ernährung erwähnt, am Anfang unseres Gespräches. Ist das auch deine Form der Ernährung oder hast du da andere Schwerpunkte? Also da sage ich mal ganz ehrlich, wahrscheinlich, wenn jemand von außen drauf kommt, würde er sagen, ja, ein bisschen schon, aber nee, ich glaube nicht. Also da bin ich eher, muss ich zu sagen, ich bin auch kein Vegetarier oder Veganer irgendwie. Ich war gerade gestern Abend mit meinen Freunden wieder mal ein bisschen Steak essen in Hamburg in einem tollen Steakhaus. Ich muss sagen, ich bin da relativ simpel. Ich lasse einmal im Jahr, mache ich einen großen Blutscan von meinem Blut. Ich war sehr oft bei Dr. Strunz unten in Roth in Nürnberg, von dem ich sehr viel halte. Der hat auch mal, da waren wir mit Lattoflex mal auf einer Veranstaltung bei ihm auch vor vielen, vielen Jahren, als er noch Vorträge gemacht hat. Und da mache ich aber einen großen Blutscan und gucke einfach, was ist wirklich los, fülle das auf, was fehlt, und gucke einfach, dass ich also ich sag mal so, die größte Falle, die wir uns mit dem Thema Ernährung wirklich stellen können, ist zum einen, auch hier wie ähnlich wie bei den Matratzen, so one fits all zu sagen. Also das ist die Ernährung, die für alle toll ist. Das glaube ich nicht. Das ist Quatsch. Da würde ich immer nachmessen und sagen, wie sieht denn dein Magnesium aus? Wie sieht dein B12 aus? Wie ist dein Aminospiegel? Wie ist dein Aminogramm? So, und ich glaube einfach, dass es sehr individuell ist, weil jeder Körper hat ein unterschiedliches Verdauungssystem. Wir sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Wir sind kommen aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Wir sind als Kinder unterschiedlich geprägt worden in der Ernährung. Und ich glaube, ich würde da immer eher sehr individuell rangehen und sagen, so, guck mal, was fehlt, wie ist es wirklich bei dir, statt irgendwelchen Glaubensrichtungen direkt nachzuhängen. Also es gibt sicherlich ein paar Eckpunkte und die sind inzwischen ja auch unstrittig. Wir sind teilweise, wenn ich mir die deutsche Gesellschaft der Ernährung angucke, ein bisschen konservativ. Die hängen bestimmt so 20 Jahre hinter den wissenschaftlichen Erkenntnissen hinterher. Stimmt, ja. Aber das dauert ein bisschen. Ne? Ich habe halt Einstein nicht mal gesagt, nein, man muss eine Generation von Wissenschaftlern erst sterben, damit das Neue durchdringen kann. Mhm. Das hat auch ein bisschen was mit Gesichtsverlust zu tun. Die haben sich halt verritten zwischen Kartoffeln, Reis und Film oder so. Ja, die Quatsch. Also wenn man sich wirklich mit Studien beschäftigt, ist es halt totaler Käse. Wir nehmen einfach zu viel Kohlenhydrate zu uns, wir nehmen einfach zu viel Zucker zu uns und da meine ich auch die Fructose mit. Fructose ist eigentlich noch viel schlimmer wie Traubenzucker oder der weiße Zucker. Ist Fructose sicherlich eines der schlimmsten Dinge, die wir im Körper antun können. Wir trinken viel zu viel Fruchtsäfte. Diese haben ja höheren Zuckergehalt als Coca-Cola. Also wer zum Frühstück Orangensaft trinkt, könnte auch eher Cola trinken. Kommt auch selber raus, physiologisch. So, klingt ein bisschen böse, aber ich glaube, da gibt es so ein paar Eckdinge. Grundsätzlich würde ich aber immer dazu raten, guck einfach, was bei dir ist. Also ich meine, guck einfach, wie dein Körper ist. Lass ab und zu mal einen Blutscan machen. Und zwar einen vollständigen, nicht so ein Allgemeinmediziner-Ding, wo die sagen, ja, für dein Alter bist du ganz okay oder so. Sondern mal wirklich reingucken und sagen, hey, wo steht dein Magnesiumspiegel? Wo steht dein Eisenspiegel? Wo sollte er sein? Und nicht immer dieses, naja, solange dir nichts fehlt und du dich irgendwie gut fühlst und nicht krank bist, bist du ja okay. Mhm. So, und ich glaube, meine Betrachtungsweise von Gesundheit ist immer nicht, fehlt mir was, sondern meine Betrachtungsweise ist immer, was kann ich tun, um mich noch besser zu fühlen? Also was kann ich tun, um mein Wohlbefinden zu steigern, um weniger krank zu sein, um was auch immer. So, das ist meine Fragestellung, doch nicht. Solange ich nicht da niederliege, kurz vor Elend, mache ich mal gar nichts. Das ist ja keine falsche Idee. Sehr wertvoll, vielen Dank. Boris, wie erreichen die Hörer dich, beziehungsweise was können die Hörer tun, wenn sie sagen, ja, ich will jetzt mal auf meinen Schlaf schauen, ich möchte einfach eine individuelle Lösung für mich. Was empfiehlst du? Wie bist du erreichbar? Also erreichbar bin ich auf allen Kanälen, also man findet mich auf Facebook, also wenn man mich persönlich erreichen will, auf Facebook, ich habe einen Blog unter www.boristhomas.de, einfach eine Nachricht darüber schicken, auch über Facebook eben eine Kontaktanfrage stellen oder eben eine Nachricht schicken, kein Problem. Ansonsten haben wir natürlich unsere lattoflex.com-Seite für alle Länder in verschiedenen Sprachen, wo wir einfach unsere Produkte und so weiter als Information haben, aber wie gesagt, ich bin relativ schnell zu erreichen, einfach mal Boris Thomas bei Google eintippen. Dann findet man einen Haufen Videos. Da gibt es auch ein paar spannende Videos über unsere Firmengeschichte. So ein 20-Minuten-Film kann ich jedem raten. So über die Firmenstory, sehr emotionell gemacht, mit Interviews mit meinem Vater und so, wo wir einfach erzählen, wie der Lattenrost erfunden wurde und was wir so machen den ganzen Tag. Also man findet genug Material im Netz. Gut, dann verlinke ich das in den Shownotes und auch die Bücher, die du empfohlen hast. Ja, gerne.
Boris, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die vielen Impulse und Anregungen zum Nachdenken. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich danke dir, alles Gute. Okay. Schönen Tag. Ciao. Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. podcast@andrea-patzelt.com.